Liebe Studierende, ich darf Sie begrüßen zum zweiten Mechanism of the Week. Auch diese Woche wollen wir uns wieder mit einer Namensreaktion beschäftigen, und zwar mit der sogenannten Birch-Reduktion. Die Birch-Reduktion kennen Sie bereits aus dem vergangenen Semester. Wir haben sie damals kennengelernt als eine Methode, mittels derer wir Alkine in die entsprechenden E-Alkene reduzieren können. Aber die Birch-Reduktion kann auch eingesetzt werden, um aromatische Verbindungen zu reduzieren. Und zwar, so wie es hier gezeigt ist, zu den entsprechenden Zyklohexadienen. Das ist auf den ersten Blick eine recht einfache Reaktion. Allerdings, wenn man ein bisschen ins Detail geht, dann erkennt man sehr schnell, dass die Birch-Reduktion sehr viele interessante Facetten aufweist. Und mit diesen wollen wir uns in diesem Video auch beschäftigen. Das beginnt schon bei dem gebildeten Produkt. Wie gesagt, handelt es sich um ein Zyklohexadien, wobei die Doppelbindungen isoliert vorliegen. Die sind also jeweils durch eine CH2-Gruppe voneinander getrennt. Und wie Sie ebenfalls schon aus dem vergangenen Semester wissen, ist das thermodynamisch ungünstiger, als wenn die Doppelbindungen zueinander konjugiert wären. Was wiederum bedeutet, dass die Regioselektivität dieser Reaktion nicht von der thermodynamischen Stabilität des Produkts, sondern von anderen Faktoren abhängt. Des Weiteren sind auch die Reaktionsbedingungen recht ungewöhnlich. Man arbeitet in flüssigem Ammoniak als Lösungsmittel und nachdem Ammoniak bei Normaldruck erst bei minus 33 Grad verflüssigt wird, muss man auch bei relativ niedrigen Temperaturen arbeiten, üblicherweise zwischen minus 50 und minus 78 Grad Celsius. Das Reduktionsmittel, das eingesetzt wird, ist ein Alkalimetall, üblicherweise Natrium oder Lithium, wobei dieses Alkalimetall nicht das eigentliche Reduktionsmittel ist, sondern das Metall dissoziiert im flüssigen Ammoniak in ein Kation und ein Elektron. Das heißt, ein Elektron geht sozusagen in Lösung. Man spricht in diesem Zusammenhang von solvatisierten Elektronen. Und diese solvatisierten Elektronen sind das eigentliche Reduktionsmittel bei der Birch-Reduktion. Das letzte Detail, auf das ich eingehen will, ist die Tatsache, dass die Wasserstoffatome, die im Verlauf der Reaktion auf unsere aromatische Verbindung übertragen werden und in 1,4-Stellung im Produkt auftauchen, aus einem Alkohol stammen. Normalerweise wird dafür eine stöchiometrische Menge an Ethanol oder an Tertiärbutanol zugesetzt. Und diese Wasserstoffatome werden als Protonen, also als H+-Ionen, übertragen, was ebenfalls für eine Reduktion ungewöhnlich ist. Bei vielen anderen Reduktionsreaktionen werden Wasserstoffatome als Hydridionen, also H- übertragen. An all diesen Details kann man schon erkennen, dass die Birch-Reduktion doch eine der außergewöhnlicheren Reduktionsreaktionen ist. Schauen wir uns also den Reaktionsmechanismus der Birch-Reduktion an. Der erste Schritt in diesem Mechanismus ist gleichzeitig auch der interessanteste. Es handelt sich dabei um die Übertragung eines einzelnen solvatisierten Elektrons auf unsere aromatische Verbindung. Für Elektronenübertragungen dieser Art hat sich die englischsprachige Abkürzung SET für Single Electron Transfer eingebürgert. Leider ist es nicht besonders einfach, einen vernünftigen Arrow-Pushing-Mechanismus für diese Einzelelektronenübertragungen zu zeichnen. Eine Variante, die Sie in Lehrbüchern häufig abgebildet sehen werden, sieht folgendermaßen aus. Das Elektron greift an unserem aromatischen Ring an. Nachdem es sich hier um ein einzelnes Elektron handelt, zeichnen wir einen Fischhook-Pfeil. Und die Pi-Bindungen im aromatischen Ring, die klappen um. Nachdem wir es hier mit Elektronenpaaren zu tun haben, zeichnen wir gewöhnliche Curly Arrows. Und wir erhalten so ein Intermediat,
das folgendermaßen aussieht. Wir haben zwei Doppelbindungen, wir haben ein Radikal und wir haben eine negative Ladung, wobei sich das Radikal und das Anion bereits in 1,4-Stellung gegenüberstehen. Leider gibt es bei dieser Darstellungsvariante einige Schönheitsfehler. Da ist zum einen die Tatsache, dass hier Fischhook-Pfeile und normale Elektronenübertragungspfeile im selben Mechanismus verwendet werden. Das ist ein bisschen verwirrend und ich halte es aus diesem Grund für schlauer, wenn man ionische Mechanismen und radikalische Mechanismen streng voneinander getrennt hält. Das andere Problem, das betrifft die elektronische Struktur dieses Intermediats, das da gebildet wird, also der Struktur, die auf der rechten Seite des Reaktionspfeils gezeichnet ist. Denn diese Darstellungsvariante, die suggeriert zwei Dinge, die so nicht ganz richtig sind. Nämlich zum einen suggeriert sie, dass der aromatische Charakter des Moleküls vollständig aufgelöst ist. Und zum zweiten suggeriert diese Darstellung, dass der radikalische und der anionische Charakter unabhängig voneinander sind. Genau das ist aber nicht der Fall, wie wir erkennen können, wenn wir die Reaktion molekülorbital theoretisch analysieren. Rufen wir uns zu diesem Zweck die Molekülorbitale von Benzen in Erinnerung. Wir haben drei bindende Orbitale, die allesamt voll besetzt sind mit jeweils einem Elektronenpaar und wir haben drei antibindende Molekülorbitale, die unbesetzt sind. Wenn wir jetzt auf dieses Molekül ein zusätzliches Elektron übertragen, dann passiert natürlich nichts anderes, als dass dieses Elektron in eines der unbesetzten antibindenden Molekülorbitale gelangt. Und das wiederum ändert natürlich an der Besetzung der bindenden Orbitale nichts. Das heißt, der aromatische Charakter des Moleküls bleibt zumindest teilweise erhalten. Und zum anderen ist es eben so, dass dieses zusätzliche Elektron, das wir in diesem Intermediat haben, ein ganzes Molekülorbital für sich alleine hat. Das heißt, der anionische und der radikalische Charakter sind über den gesamten Ring delokalisiert. Aber, auch das ist entscheidend, da eben sowohl der radikalische als auch der anionische Charakter von diesem einen zusätzlichen Elektron abhängen, sind diese beiden Charaktere nicht unabhängig voneinander. Aus diesem Grund gibt es eine alternative Darstellungsform, die manche Autoren wählen für dieses Intermediat. Und die sieht so aus. Manche Autoren zeichnen einfach einen gewöhnlichen aromatischen Ring und in dessen Mitte zeichnen sie dann ein Radikal und eine negative Ladung, um eben anzudeuten, dass dieser radikalische und dieser anionische Charakter über den gesamten aromatischen Ring delokalisiert sind. Auch diese Darstellungsform ist leider nicht ganz unproblematisch. Das Problem hier ist, dass sich damit nur sehr schwer Mechanismen zeichnen lassen. Aus diesem Grund würde ich vorschlagen, die linke Darstellungsform zum Zeichnen des Mechanismus zu verwenden, aber gleichzeitig sollten wir immer im Gedächtnis behalten, dass eine viel genauere Beschreibung der elektronischen Struktur dieses Intermediats im Rahmen der Molekülorbitaltheorie möglich ist. Das heißt, wir sollten uns dieses Molekülorbital-Diagramm immer im Hinterkopf behalten. Wir haben also ein einzelnes Elektron auf unseren aromatischen Ring übertragen und haben so als Intermediat ein Radikal-Anion gebildet. Was passiert als nächstes? Nun, an dieser Stelle kommt der Alkohol ins Spiel. Wir haben ja eine stöchiometrische Menge an Alkohol in unserem Reaktionsgemisch anwesend. Und dieser Alkohol dient als Protonenquelle oder einfacher ausgedrückt als Säure. Er protoniert das Radikalanion und durch diese Protonierung kommen wir zu einem weiteren Intermediat, das jetzt elektrisch neutral ist, aber immer noch radikalischen Charakter trägt. Das können wir folgendermaßen darstellen. Man zeichnet üblicherweise die beiden Wasserstoffatome ein. Eines davon stammt eben vom Alkohol, das andere
war die ganze Zeit über schon am aromatischen Ring vorhanden. Und das Kohlenstoffatom, an das diese beiden Wasserstoffatome gebunden sind, das ist tetraedrisch. Es hat 4 kovalente Bindungen zu 4 Bindungspartnern. Und dementsprechend ist an dieser Stelle der aromatische Charakter des Rings vollständig gebrochen. Denn wir haben jetzt kein durchgehend konjugiertes Pi-System mehr und dementsprechend haben wir auch keinen aromatischen Charakter mehr im Ring. Der radikalische Charakter des Rings allerdings ist weiterhin delokalisiert. Wir haben ein allylisches Radikal. Es steht in allylischer Position zu 2 Doppelbindungen, das heißt, wir können das Radikal auf 2 weitere Kohlenstoffatome delokalisieren. Wir können das folgendermaßen darstellen. Die Curly Arrows für die eine Delokalisierung zu folgender mesomerer Grenzstruktur. Das Ganze funktioniert natürlich dann auch spiegelverkehrt, wobei wir zu dieser mesomeren Grenzstruktur kommen. Der nächste Schritt im Mechanismus ist dann die Übertragung eines weiteren solvatisierten Elektrons. Findet also ein weiterer Single Electron Transfer statt, wodurch aus unserem Radikal ein Anion wird. Allerdings ändert sich die übrige elektronische Struktur dieses Intermediats nicht. Das heißt, auch das Anion ist über 3 Kohlenstoffatome delokalisiert, die gleichen 3, über die auch das Radikal delokalisiert war. Zeichnen diese wieder alle 3 auf. Und der letzte Reaktionsschritt, der jetzt noch fehlt, um zum Endprodukt dieser Reaktion zu kommen, ist eine weitere Protonierung. Es ist also wieder der Alkohol, der dieses Anion protoniert. Und entscheidend für die Struktur des Endprodukts, nämlich für die Anordnung der Doppelbindungen, ob diese isoliert oder konjugiert sind, ist die Frage, welche der 3 mesomeren Grenzstrukturen des Anions den höchsten Beitrag zur Mesomerie leistet. Und da zeigt sich, dass es die linke mesomere Grenzstruktur ist, die am wichtigsten ist. Das heißt, die negative Ladung, die ist am mittleren Kohlenstoffatom am stärksten ausgeprägt. Das ist leider ein Befund, den wir nicht herleiten können mit den einfachen Regeln für mesomere Grenzstrukturen, die wir im vergangenen Semester kennengelernt haben. Vielmehr kommt diese Erkenntnis aus komplexen quantenmechanischen Berechnungen. Das heißt, das ist leider eine der Tatsachen, die wir uns einfach merken müssen. Genau das ist aber eben entscheidend für die Bildung des Produkts der Birch-Reduktion. Das Anion wird am mittleren Kohlenstoffatom protoniert. Und dementsprechend kommen wir zu einem Cyclohexadien, bei dem die beiden Doppelbindungen isoliert und nicht konjugiert zueinander sind. Einen letzten Aspekt der Birch-Reduktion will ich noch diskutieren, und zwar den Einfluss, den Substituenten am aromatischen Ring auf die Regioselektivität haben. Dabei können wir zuallererst eines festhalten, nämlich unabhängig von den Substituenten wird immer ein nicht konjugiertes Dien gebildet. Das heißt, die beiden Wasserstoffatome, die eingeführt werden, stehen immer in 1,4-Stellung zueinander und die beiden Doppelbindungen im Produkt sind immer isoliert.
Was sich ändert in Abhängigkeit der Substituenten, ist, ob der Substituent im Produkt an einer der beiden Doppelbindungen zu liegen kommt oder eben nicht. Und hier zeigt sich, dass bei elektronenziehenden Gruppen, beispielsweise einer Carbonsäuregruppe, der Substituent im Produkt nicht an einer der beiden Doppelbindungen liegt, während bei elektronendrückenden Gruppen, beispielsweise bei Ether-Substituenten, der Substituent im Produkt an einer der beiden Doppelbindungen liegt. Und die Gründe für diese Trends, die sollten wir versuchen zu verstehen, und glücklicherweise ist die Erklärung in diesem Fall relativ einfach. Beginnen wir unsere Betrachtung mit den elektronenziehenden Gruppen, am Beispiel einer Carbonsäuregruppe. Zuallererst müssen wir festhalten, dass unter den Reaktionsbedingungen mit Ammoniak als Lösungsmittel die Carbonsäuregruppe natürlich deprotoniert vorliegen muss. Diese Deprotonierung schwächt den elektronenziehenden Charakter der Gruppe zwar ab, hebt diesen aber nicht vollständig auf. Und wenn wir jetzt auf dieses Molekül ein einzelnes Elektron übertragen, dann kommen wir zu dem ausgiebig besprochenen Radikal-Anion-Intermediat. Und es ist genau die Elektronenverteilung in diesem Radikal-Anion, die darüber entscheidet, wo im Produkt der Substituent zu finden sein wird. Im Fall von Benzen ist die Elektronenverteilung in diesem Radikal-Anion, wie vorher besprochen, absolut gleichmäßig. Der radikalische und anionische Charakter ist über den gesamten Ring verteilt, und zwar gleichmäßig verteilt. Das heißt, jedes Ringkohlenstoffatom ist zu einem Sechstel radikalisch und zu einem Sechstel anionisch. Wenn wir allerdings jetzt einen Substituenten an diesem Ring haben, dann wird die Verteilung ungleichmäßig, weil manche Ladungsverteilungen thermodynamisch günstiger sind als andere. Insbesondere können wir eine Struktur aufzeichnen, die besonders günstig sein muss, und zwar die, bei der die negative Ladung direkt neben dem Substituenten liegt. Warum ist diese Anordnung besonders günstig? Das liegt daran, dass wir hier die negative Ladung aus dem Ring heraus auf ein Sauerstoffatom der Carbonsäuregruppe delokalisieren können. Das heißt, wir können eine mesomere Grenzstruktur formulieren, bei der die negative Ladung aus dem Ring auf einem Sauerstoffatom sitzt. Sauerstoff ist elektronegativer als Kohlenstoff. Das heißt, diese Ladungsverteilung ist besonders günstig. Und wenn die Reaktion über dieses Intermediat weiterläuft, dann kommen wir eben schlussendlich zu dem Produkt, bei dem die Carbonsäuregruppe oder auch das Anion davon nicht an einer der beiden Doppelbindungen liegt. Ganz anders ist die Situation, wenn wir einen elektronendrückenden Substituenten vorhanden haben, wie beispielsweise eine Methoxygruppe. Dieselbe elektronische Anordnung wie oben beim Carboxylat wäre jetzt besonders ungünstig, wenn wir nämlich die negative Ladung wieder direkt an den Substituenten setzen, dann haben wir unmittelbar daran benachbart das Sauerstoffatom mit seinen freien Elektronenpaaren. Und hier haben wir eine sehr ausgeprägte Abstoßung der freien Elektronenpaare am Sauerstoff und des freien Elektronenpaars, das die negative Ladung am Kohlenstoff darstellt. Dementsprechend ist es bei Weitem günstiger, wenn wir die negative Ladung nicht an dieses Kohlenstoffatom legen, sondern beispielsweise an die Position neben dem Substituenten. Und wenn die Reaktion über dieses Intermediat weiterläuft, dann erhalten wir das Produkt, bei dem
der Methoxysubstituent an einer der beiden Doppelbindungen liegt. Wir haben also hier eine günstigere Anordnung als hier, während wir bei den elektronenziehenden Substituenten mit der Ladung direkt am Substituent eine besonders günstige Anordnung haben. Und daraus ergibt sich die unterschiedliche Regioselektivität der Birch-Reduktion in Abhängigkeit von elektronendrückenden oder elektronenziehenden Substituenten. Wenn Sie noch Fragen zu dieser Reaktion haben oder anderes Feedback anbringen wollen, dann kontaktieren Sie mich bitte gerne per E-Mail unter joerg.schrittwieser@uni-graz.at.